So, jetzt wird das schöne Huhn halbiert. Nee, sogar mehr. Wie viele Teile? Man kann es achteln, wenn es groß ist. Und das hier würde ich so in 6 ungefähr schneiden. Ja. Oder sowas. Super Schere. Beim Huhn ist ja auch wieder ganz wichtig, dass man nur freilaufende Biohühner kauft. Weil man ja dauernd liest, was da so alles. Das ist auch netter fürs Huhn, wenn es sich bewegen kann. Ja, finde ich auch. Mistkratzer, wie wir immer sagen. Schön. Und das Ganze wird nachher in Riesling gemacht, also in Wein. Das ist ein elsässisches Gericht. Also sozusagen die elsässische Version von Coq au Vin. Ja. Der Coq au Vin ist, glaube ich, im roten Rotwein. Wein. Und das ist mehr aus der Provence. Und dies hier ist Elsass. Wo haben Sie das her? Aus der Heberlin. Es gibt dieses hervorragende Kochbuch von, es gibt es glaube ich nicht mehr, von den Brüdern Heberlin. Ja. Und, das waren ja so mit die ersten großen, also neben Bocuse und so, die überhaupt in Europa die ganz feine Küche gemacht und propagiert haben. Legendäres Restaurant. Das Buch liebe ich sehr, weil es einfach alles simpel drinsteckt und Sie alle Tricks verraten. Ja, aber das überrascht mich jetzt, dass Sie das sagen, weil meistens sind ja die Kochbücher von so Profis sehr abgehoben und nicht normal nachvollziehbar. Das ist da nicht der Fall. Nee, da nicht. Also es steht wirklich alles. Es steht da nur schon drin, Blätterteig auf einem Marmorbrett. Ne? Ja, also warum man erklärt, warum das besser ist und irgendetwas. Und Sie sagen, wenn man das nicht hat, ne? Also wer hat schon eine Marmorküche dann zwingend da, dann kann man sich aber vom Sperrmüll eine alte Tischplatte holen, also weil dieser Blätterteig da einfach besser zu rollen, zu machen also ist. Schon ein bisschen. Gekühlt. Naja, nee, aber steht aber halt eben auch drin, stehen halt auch Sachen drin, wo man sagt, dann kann man sich stattdessen mit dem behelfen. Ja, ja, oder das ist gut. Schichten das ist gut. Und, also über das Huhn steht zum Beispiel ein großer Fleischhahn, den man in Deutschland nicht mehr bekommt. Da steht dann immer so einen kleinen Nebensatz mit dran. Aha. Und wo Sie sagen, dann kann man sich eben mit einer Poularde behelfen. Die bekommt man noch. Ja. Ich habe das ein kleines bisschen vorgeheizt hier. Kommt jetzt mit Olivenöl wahrscheinlich? Oder, nee, nö, das ist Wurst, weil das schmeißen wir nachher weg. Also wir braten es da nur ein bisschen an. Ja. Und dann kommt es nachher. Zusammen Butter und ein bisschen Butter, damit das ein bisschen schmeckt. Ach, das kommt dann schon hier raus. Ja, Butter ist ja der Geschmacksträger, ne? Ja. Es gab doch, glaube ich, Bocuse haben Sie mal gefragt, was denn die Kunst des Kochens ist. Und er sagte, le beurre, le beurre, le beurre. Das ist gut, die Butter, die Butter, die Butter. Ja, 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 ja. Ja, klar. Also ich, in meinem Hause gibt es keine Margarine in meiner Küche. Das hat man uns versucht, vor 20 Jahren weiszumachen, von der Margarineindustrie bezahlt, dass Butter so gefährlich und so ungesund ist. Ja, wenn man jeden Tag 7 solche Butterbrote und klar, aber wenn man das in normalen Maßen nimmt, ist es auch okay. Und später hat man nämlich gemerkt, dass es ganz ungesund ist, wenn man nur Margarine hat. Weil man sehr schön, die werden jetzt ein bisschen angebraten. Die sind scharf angebraten und dann nachher kommt es darüber. Ja. Die Schalotten ein bisschen mit anbraten. Das kriege ich fast alle rein. Ne? Ja. Sehr schön. Man hat das Gefühl, dass die nicht zum ersten Mal kochen. Nee, das Huhn habe ich oft gemacht. Aber also überhaupt kochen sie doch. Sie kochen regelmäßig, oder? Ja. Und gerne und regelmäßig. Super gerne. Ja, schön. Schöne Sache. Ich gerne lange manchmal. Ne? Ja? Ja. Also richtig so alles. Naja, wenn ich jetzt, was weiß ich, einen Fisch mache mit einem Söschen, sagen wir mal, ich mache ein Hummersöschen dazu, dann lasse ich mir irgendwie, gucke ich, dass ich Karpfen bekomme, mache daraus dann den Hummerfond. Ne? Der dauert dann schon mal 1,5 Stunden. Ja. Ne? Und das wird dann reduziert und gemacht und getan. Das heißt, man steht dann gerne so mal 6 Stunden in der Küche. Ne? Darf man dabei schon ein Glas Wein trinken? Muss man. Gut, gut. Man muss. Ich habe natürlich ganz klar zu diesem Riesling-Huhn, zu diesem elsässischen natürlich auch einen elsässischen Riesling zu trinken. Super. Das ist ja Ehrensache. Ich kann ja so beim Kochen, wenn ich trinke, kann ich keinen roten trinken, dann werde ich zu müde. So gerade diese Rieslinge, die peppen ja auf. Ne? In der linken Hand müssen wir anstoßen, das kommt vom Herzen. Das ist meine Weise. Oh, viel schöner wird es dann nicht mehr. Och, gut, herzlich. Ja, nur das erfrischt. So. Was
Was ich immer mache, ist ein bisschen Zucker an die Schalotten ran. Ah, karamellisieren? Das ist so ein bisschen, naja, das ist ein bisschen weil Zucker ist bei mir fast überall drin, weil das einfach nochmal geht. Ja. Naja. Neulich habe ich von so einer Tomatensoße gelesen, was die Mafia immer macht. Da wird auch am Anfang die Zwiebel und dann gleich Zucker. Und das wird karamellisiert. Weil es zieht die Zwiebel rein. Kochen Sie nur für die Familie? Also Sie sind verheiratet und haben eine Tochter, glaube ich. Zwei Töchter. Zwei Töchter. Eine oder große, auch eine für Freunde auch so? Ganz viel für Freunde. Ach ja, doch. Also bei mir hört es ja bei einer bestimmten Zahl auf, aber ich habe mal gelesen, Sie hätten mal in einer Restaurantküche mit Ihrer Frau 88 Leute. Für 88 Leute. Ja, das war ein Hammer. Das war, hat viel Spaß gemacht. Also man wusste auch nicht, da haben wir aber auch zwei Wochen vorher vorgekocht. Also da habe ich dann zum Beispiel den Fischbranchen bei uns zu Hause gemacht. Und wir haben den ganzen dann eingefroren dann oder so. Hinterher reingefroren, um die nachher dann zu nehmen. Und aber was dann ja gänzlich Logistik ist, auch wenn das rausgeht. Und wir haben um 7:15 angefangen, wir hatten 6 Gänge und um 7:45 war der letzte Gang draußen. Also Wahnsinn. Also das ist etwas, was ich überhaupt nicht kann. Und ich sage immer, das zeichnet dich als Amateur aus. Im Gegensatz zum Profi, der muss das können. Ich hab danach, das ist doch schon ganz schön angebracht. Ich habe danach, als das letzte, der letzte Gang draußen, habe ich aus der Küche raus und hatte so ein dümmliches, glückseliges Lächeln im Gesicht, wie nach einer Premiere. Ja, da hätte man sich ja auch verneigen können. Zum Applaus. Knoblauch nehmen Sie nachher wieder. Also der bleibt einfach so drin, aber den isst man nicht mit, weil er noch ganz ist. Oder Ja? Also ich schon, also ich freue mich ja dann jedes Mal. Also es sind ja nur 3-4 Stück drin. Und der wird in den Wein, wird der ganz weich. In den Wein zieht er sich. Dann schmecken die wie Mandeln, so finde ich. Das ist gut. Na wunderbar, das ist doch eigentlich, müsste doch ausreichend sein. So. Sollen wir es mal nur mit denen machen? Das können wir machen, ja. Ja? Also, kommen jetzt also sonst zeitlich ein bisschen ein Problem kriegen. Das machen wir. Schön. Das eine kann man ja, das kann man ja nachher mal was Eigenes damit machen. Mehl. Aha, ein bisschen Mehl. Ja, das bindet so ein bisschen auch die Soße. Die Soße, ne? Und ja. Das mache ich auch gerne. Die beiden. Wenn ich Fleisch mit so Gewürzen einreibe. Das war dieser. Mhm. Den machen wir jetzt auf keinen Fall. Hier nehmen wir das hier raus. Ja. Ja, das kann man ausmachen, oder? Das können wir ausmachen und gleich wegstellen. Okay. Super. Schön, ich mag solche so Pot-au-feu-Richtung. Ne? Das ist schön. Es ist irre simpel und es ist irre schmackig. Und das sind so Sachen, die ich auch mache, wenn ich mehrere Gäste habe. Und das mache ich am Nachmittag und wärme das abends auf und es ist wunderbar. Ich habe in meiner Küche, das ist ein Durchbruch, also so gemauert, wo das Esszimmer dahinter ist. Das heißt, wenn ich in der Küche am Kochen bin, habe ich immer die Leute. Kontakt, ne? Also und dann kann man die Sachen rüberreichen. So wie eine Bar, wo man dann steht sehr und schön, ein bisschen trinkt und ein bisschen raucht. Sehr gut. Okay. Salz, jawohl. Wunderbar. Ein bisschen Thymian geben wir noch mit dran. Ja. Was ursprünglich, glaube ich, nicht da reingehört, was ich aber immer mache. Das ist ein bisschen. Ja, aber beim Würzen ist man ja eh frei. Ne? Da muss man sich nicht sabig an. Man ist eigentlich eh frei. Immer frei. Das soll ja nur schmecken. Ja. Ich bin ja so ein Rezeptkoch. Also ich koche ja ziemlich präzise nach dem Rezept. Ich gucke auch eigentlich immer rein. Also ich kann das auswendig. Ja, aber ich nehme aber trotzdem das Buch und gucke nochmal nach. Alles, was ich weiß. Aber trotz allem denke ich, mal schauen. So.
Der gute Riesling? Ja. Toll. Wie lang? 40 Minuten. Das Deckel schon drauf? Ja. Kann man ja mal die Uhr stellen. Allerdings auf kleiner Flamme, siehe. So, ich stelle mal die Uhr. Also so plus minus. Ja? Das ja. Ist, aber wir nicht machen so genau. Dir jetzt dann den Topf, gleich den Topfwechsel, weil das ist ja dein fertiger. 40 Minuten ist ja zu lang. Vorsicht, Vorsicht, mit, ja. Der Grill ist aber auch an. Das geht jetzt hier weiter. Sehr gut. Macht weiter. Na bitte. Das sind jetzt nach 40 Minuten sozusagen. Mhm. Toll, toll. Wunderbar. Jetzt kommen die raus, stellen wir sie warm. Ja. Und dann kommt Creme Fraiche dazu. Und dann reduzieren wir das so ein bisschen. Okay. Sehr schön. Sie sind auch viel gereist, ne? Nur zwangsläufig. Nicht nur beim Drehen, sondern ich meine auch so privat. Ja, auch furchtbar gern unterwegs gewesen. Ja. Was jetzt alles ein bisschen schwieriger ist, seitdem das Kind in der Schule ist. Ja, na klar. Dann ist das alles ein bisschen komplizierter. Wobei ich jetzt gerade in Sizilien war, wo ich gedreht habe. Oh. Und dann bin ich morgens um 6 mit dem Flieger zurück. Also hat anderthalb Wochen gedreht und bin morgens... Ich spüre das auch mal auf den Grill. Ah, wunderbar. Zurück nach München. Ich bin morgens um 6 mit dem Flieger zurück nach München, bin um 11:30 im Flieger angekommen, bin nach Hause gefahren, habe Sachen gepackt, meinen Hund und meine Frau ins Auto und bin mit dem Auto dann 2 Tage lang wieder runter nach Sizilien. Ah, ja, also das, und das Kind flog dann irgendwann ein, weil die Schule hatte und die flog alleine dann ein, war eine Woche da. Das passte dann schon. Du das mal darüber, weil ich auch hier ein eigenes Salz habe. Ich fange schon mal so parallel an. Okay. Was machen Sie jetzt hier? Das wird reduziert. Das wird reduziert, dann mache ich die Champignons nachher, die werden nochmal kurz gemacht. Also ich sage kurz, was ich mache. Ich mache einen Schwertfisch, den habe ich eingelegt, ein paar Stunden, in Olivenöl mit Aceto Balsamico und ein paar angedrückte Knoblauchzehen. So. Und jetzt mache ich eine Tapenade, die man dann so dünn draufstreicht. Das ist aus Südfrankreich, das Rezept. Da habe ich ein Drittel schwarze und 2 Drittel grüne, weil die schwarzen doch etwas intensiver sind. Und die grünen nicht ganz so. Ich habe es mal halb gemacht. Da war's Oliven mir schon, ist das, oder? Oliven, ja. War es mir schon fast zu stark. Und ich nehme immer Oliven mit Stein. Das ist zwar etwas mühsamer, aber alle Profis sagen, das sind bessere Oliven, die entsteinten. Ich weiß nicht warum, aber es soll nicht so gut sein. Dann tue ich Kapern. Die habe ich so ein bisschen abgespült vorher. Dann Anchovis. Ich darf bei Ihnen. Ja. Super. Anchovis. Zwiebeln. Eine Zwiebel. Eine kleine. Knoblauch, aber nicht so viel. So. Und Zitronensaft. Eine halbe Zitrone. Und Olivenöl, ja. Mal gucken, das waren, glaube ich, 60. So. Also eigentlich, ja, was man halt so in Panaden tut. Ein bisschen Thymian. Und wenig, aber doch Cayennepfeffer, dafür ruhig ein bisschen. Aber keinen frischen, nehmen Sie getrockneten Thymian. Dafür getrocknet, ja. Ja, bin ein bisschen vorsichtig mit Cayenne. Ich mach's ja gern. Ja? Ja, ich ein bisschen, aber zu viel. Ich habe immer das Gefühl, wenn es zu scharf wird, dann deckt das alles zu. Ich tue schon mal die Pfanne auf den... Ich stelle sie an. Ja, es geht. So, Sie können ruhig hier weitermachen weil ich jetzt einfach das nur püriere. Das ist kein so aufregender Vorgang. Ja, wunderbar. Hier kommt jetzt die Creme Fraiche, die habe ich vorhin vergessen, die hat man schon früher, die kann man gleich mit rein. Aha. Also sobald das Huhn draußen ist und warmgestellt ist, die Creme Fraiche rein und das dann zusammen kochen.
Ja, das ist dann doch anders als ein Coq au Vin, ne? Ja. Weil da kommt, glaube ich, sowas nicht rein. Nee, gar nicht. Nee, nee. Ja, das ist halt elsässisch, das ist halt ein bisschen schwerer. Gell? Das ja. Ist ein bisschen mit Butter und das ist ein bisschen Saft. Elsässisch, ja? Kennst du das? Ja. Das muss es auch haben. Ich sage immer, man kocht ja nicht jeden Tag so was Großes. Dann isst man wieder mal nur ein paar Spaghetti mit ein bisschen Tomatensauce und so. Aber wenn man dann schon richtig kocht, besonders auch für Gäste und Freunde, dann finde ich aber auch, soll es ruhig. Na, es ist ja, ja vor allen Dingen, also ich mache ja dann oft auch Buttersüßchen, also wo ich die Butter reinmontiere. Ja, ja. Und es schmeckt nicht so leicht wie ein Buttersüßchen. Ja, vom Geschmack. Man das ist ganz leicht. Ja, ja, ja. Und, ja, ja, und ja. Es ist montieren, wie man so schön sagt. Wo ist denn der Müll? Das Loch hinten unter der. Hier. Ah. Das Bioloch. Aber für nicht Biomüll? Nein, für alle Müll. Für das heißt nur Bioloch. Verstehe. Aus anderen Gründen. Ach so, logisch. So. So, das darf, soll das stärker sein bei Ihnen? Oder ruhig ein bisschen einkochen jetzt? Ein bisschen reduzieren? Ja, können wir ruhig ein bisschen doller machen, ja. Gell? So, dann mache ich mal hier bei mir. Stück. Wie lange braucht der Fisch? 5 Minuten. 5 Minuten, dann mache ich da 2 Champignons schon mal rein. Und ja, Fisch, siehst du, wunderbar. Ich habe hier auf einem der Hölzer einen Fisch. Weil das habe ich nicht drauf geachtet, ja klar, dass man den Fisch, da habe ich nicht geschaut. Nein, nein, das ist der, den ich jetzt hier nehme. Ah ja, gut. Nee, nee. Das Mehl brauchen wir nicht mehr, oder? Mehl brauchen wir nicht mehr. So, muss ich jetzt aufpassen. 5 Minuten insgesamt. Also ich drehe den jetzt so nach einer Minute um. Das ist Ihrs hier. Das ist meiner? Nee, Entschuldigung. Doch, ist er. Ach, der da oben, ja. Ja, der da oben. Und das hier ist. Ja, das ist das okay. Ist der große. So. Und wie sind Sie überhaupt zum Kochen gekommen? Also schon durch die Mutter, durch die Kind in der Kindheit, oder? Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe immer früher Steaks gemacht. Also wenn. Wirklich? Mal probieren? Ja. Mhm. Also. Ja, ich bin sehr empfindlich. Komm, noch ein bisschen runter. Uiuiui. Bisschen Salz kommen wir noch ran, oder? Ja. Bisschen Salz. Dann kommt das langsam. Mhm. Gibt es ein Schlüsselerlebnis sozusagen? Ja, es war. Ich war mit meiner Frau in Italien und sie hat dann Zahnschmerzen bekommen. Richtige. Also richtig heftig und Zeug. Und wir hatten eine hervorragende. Das ist Zucker. Das ist der Zucker. Vorsicht hier. Wir hatten eine hervorragende Lammkeule da liegen. In Italien haben Sie auch im Ausland gekocht? Wir kochen überall. Also wenn wir irgendwo hinfahren, sehen wir immer, dass wir entweder ein Haus oder eine Wohnung kriegen, wo eine Küche mit drin ist. Reisen? Immer. Also wenn ich jetzt länger, wenn ich jetzt 3 Tage bin, nicht. Nein, aber, klar, wenn wir zusammen in Urlaub fahren, haben wir immer. Immer ein Haus oder eine Wohnung und so mit Küche. Immer. Also und nehmen Sie dann im Auto die Kochbücher mit? Naja, es gibt dieses, kennen Sie das große Buch vom Fisch, das große ja. Buch der Meeresfrüchte, wo ja. man vorher Lexikon drin hat ja. und alles. Und da ist das richtig Gute dabei, dass, dass bei allen Fischen oder Meeresfrüchten ja. in fünf verschiedenen Sprachen steht. Das heißt, man steht dann auf dem französischen Markt und man weiß, Taschenkrebs und dann weiß man, aha, der heißt Boy. Ne? Und ich mach mal Ihre Pfanne ein bisschen kleiner eben. Nö, ist gut. Nee? Kommen Sie Dings rein. Kann man wieder größer machen. Und diese Lammkeule lag da eben rum und dann sag ich, dann sagt sie, sie kann nicht kochen. Also war wirklich mit was ich Zahnschmerzen sehr grauenvoll. Und dann hat sie mir erklärt, wie man das macht mit Kräutern und Zeug und wie lange. Und dann habe ich mir das angehört und gesagt, naja gut, also ich meine, entweder ich schmeiß die jetzt gleich weg. Oder ich versuch's. Ja. Und wenn sie nicht hinhaut, dann
kann man sie dann immer noch wegschmeißen. Ja. Oder man macht eine Suppe draus oder irgendetwas. Und mit Bohnen und mit allem, das hat sie mir erklärt. Und dann habe ich das gekocht und dann war sie auf dem Punkt. Ja. Und dann war und das natürlich da ein schwerer Fehler an mir, weil meine Frau gesagt hat, ich koche überhaupt nicht mehr. Also, du machst das jetzt. Das heißt, sie kocht aber auch ja, gerne. Gut. Sehr gut. Sehr gut und sehr gern. Das geht auch mittlerweile zusammen. Also früher konnte ich mit jemand anderem in der Küche nicht. Autist. Ja, ja, völlig. Ich kann ja auch nicht, kann ich zwei Sachen gleichzeitig Kaugummi kauen und über die Straße gehen. Ne? Das hat sich aber alles dann so ein bisschen. Das habe ich noch nie ausprobiert, weil ich nie Kaugummi kaufe. Ja, ich auch nicht. Das ist nur so ein Ding hier drin. So, ich hol schon mal. Und kochen Sie auch schon mal so ganz ausgefallene Sachen? Also irgendwie. Ich habe mal eine Zeit, da ist ein Theaterstück geplatzt, zwei Wochen vor der Premiere, was mir noch nie passiert ist. Und dann habe ich zu Hause gesessen und meine Frau hat gearbeitet und war immer weg. Und dann war mir langweilig, dann habe ich den Heberlin genommen und habe mir einfach Sachen rausgesucht, also wie Gänsestopfleber oder Bärenkrebse oder irgendetwas. Ne? Und dann wohnte ich damals neben dem Käfer. Das heißt, ich bin jeden Tag zum Käfer gelaufen und wollte von denen Sachen haben, die nicht haben. Das heißt, worauf die natürlich alles in Bewegung gesetzt haben, um das irgendwie zu besorgen. Bei Käfer kriegt man doch alles. Und, ne? Naja, eben. Das ist, und deswegen sind die los und haben dann Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Und, also ich bin zum Beispiel auch bei simplen Sachen, im Heberlin steht dann drin, bei der Gänsestopfleber ist es ein Apfel, die Goldparmene, wo die dann schreiben, das ist ein Apfel, den es heute selten mehr gibt, also jetzt schon wieder mehr. Ja. Aber wenn man da reinbeißt, dann weiß man, wie sich unsere Großväter gefühlt haben, wenn sie einen Apfel gebissen haben. Weil das, was wir Äpfel nennen, hat mit Apfel nichts mehr zu tun. Also bin ich zum Käfer und sage, ich hätte gerne Goldparmene. Die sagen, was? Sie kennen keine Goldparmene? Das ist der Apfel, wo unser Großvater reingebissen hat und wusste, wie ein Apfel schmeckt. Wie ein Apfel schmeckt. Das ist da sehr nett. Der Käfer hat es da nicht so nett gehabt in der Zeit. So. Das ist schön. Das ist jetzt also sozusagen unsere Vorspeise. Super. Ich finde, dass übrigens diesen Fisch als Vorspeise nur mit ein bisschen Baguette oder sogar nicht mal das. Also wirklich, finde ich eigentlich ideal. Ich schenke uns noch ein bisschen Wein ab, oder? Ja. Und? Mhm. Also ich bin jetzt sehr darauf bedacht, dass es nicht zu dick drauf ist. Aha. Weil sonst schmeckt man von dem Fisch nichts mehr. So. Tja, mir hat neulich jemand erzählt, aus der Kindheit. Es gibt ja so Sachen, die heute kein Mensch oder kaum noch jemand kocht. Aber früher so Zunge und solche Sachen und so. Das gab es alles bei uns. Hirn. Bries. Bries. Ja. Was Hervorragendes. Oh. So. Na, wir haben es da. Ein Fisch. Sehr gut. Ganz voll. Dann, aber man kann das übrigens noch ein bisschen verfeinern, optisch vor allem. Mit etwas Petersilie. Verändert nicht sehr viel am Geschmack, aber sieht schön aus. Auge ist auch. So, ja, einen Schluck davor kann ich haben. Halt, links. Sehr gut. Ich lerne. So, machen wir mal Tom hier. Ja, durch ist er. Als ich die eben allein probiert habe, war sie mir zu kräftig. Aber mit dem Fisch zusammen. Tierisch gut. Mhm. Und überhaupt nicht trocken, der Schwertfisch. Nee. Super. Deswegen sagte ich 5 Minuten. Guck mal. Mhm. Ganz hell. Hat das was mit Marinade auch zu tun? Ja. Weil der ja gerne trocken wird. Ja, nee, Marinade. Super. Schön. Zum Beispiel so als ersten Fischgang. Mhm. Nachher noch zum Beispiel einen Rieslinghuhn. Mhm. Ah, apropos Huhn. Gleich. Huhn haben wir gleich. Haben wir gleich. Ich hab's im Griff. Dann kommen jetzt die Champignons schnell mit rein. Mhm. Na gut. Also,
ganz köstlich. Schon ein schöner erster Gang. Jetzt kommt ein köstlicher zweiter. Das ist der hier. Ach, herrlich. Soll das? Das zieht noch ein Köstchen noch ein bisschen. Da können wir das Huhn jetzt reingeben. Also man kann es entweder übers Huhn drüber geben, aber wir können es auch einfach rein und. Ja, ich hole schon mal einen Teller. Nee, wir müssen gleich. Wir essen nachher weiter unser. Okay. Ich mach noch einmal das Deckelchen drauf und das einmal. Ich glaube, wir müssen. Ach so. Jetzt hat. Gut. Okay. Soll ich die Teller mal halten? Nein, gebe ich auch. Sie mir auch. Drauf. Schenkelchen? Ja. Toll. Schenkelchen und Süßchen. Toll. Das riecht gut. Oh. Wahnsinnig. Was ich vergessen habe jetzt, ist mit Zitrone abzuschmecken. Da können wir aber gleich noch ein bisschen drüber gehen. Das kann man sich sogar auf den Teller machen. Eben. Toll. Super. So. Tellerwechsel. Topfwechsel, Tellerwechsel. Ein bisschen Zitronchen mache ich drüber, gell? Ja. Mhm. Das ist wichtig. Sehr simpel. Ah, und tierisch lecker, oder? Tierisch lecker. Natürlich auch. Danke.